problem. They could be anywhere. When can you breathe? Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht? Wie angekündigt haben wir heute den allerersten MW-Teaser-Trailer, wie ihr es nennen wollt, bekommen. Er geht ungefähr, ich glaube, 18 Sekunden, ist eben gerade von Call of Duty offiziell auf Twitter so veröffentlicht worden. Und dazu haben wir im Prinzip die Ankündigung, dass morgen das große Reveal stattfindet. Einige große YouTuber wie Drifter, Exclusive Ace, also alles Größen und bekannte Größen, sind von Activision in der letzten Woche eingeladen worden, in die Infinity Ward Studios zu fahren, um sich das Spiel vor Ort anzugucken. Morgen um 19 Uhr, das heißt am Donnerstag, Vatertag um 19 Uhr, sehen wir die ersten Ingame-Sachen, sehen wir die ersten Waffen, Maps, Modi, alles, was da irgendwie zugehört, auf der offiziellen Call of Duty YouTube-Seite. Und ich werde es mir natürlich im Livestream morgen Abend auch angucken. Das heißt, ihr könnt da gerne mit dabei sein, wenn wir sozusagen live drauf reagieren. Ich habe ja schon ein bisschen was vorher gesehen. Exclusive Ace darf öffentlich noch nichts darüber sagen. Ich kann noch nichts sagen, weil ich natürlich viel weniger weiß als er. Aber morgen um 19 Uhr geht es los. Und der erste Teaser, den wir heute bekommen haben, den seht ihr jetzt auch hier die ganze Zeit. Der erste Teaser von heute geht halt wirklich nicht allzu lange, aber gibt uns schon mal unsere bekannte Stimme. Wenn man genau hinhört, dann hört man am Anfang so ein Zirpengeräusch von einer Grille oder so. Es klingt für mich ein bisschen wie Wald. Wenn man so genau hinguckt, kann man so ein bisschen erkennen, dass es vielleicht eine Art Schrank hinten ist mit Personen davor. Es ist sehr schwer zu erkennen, weil das Ganze natürlich auch nur sehr kurz gefasst ist. Man hört aber eine Frauenstimme sehr deutlich sagen, dass sie man ein Problem hat. Sie könnten überall sein. Das würde zu den Leaks der vergangenen Tage passen und dazu, dass sie gesagt haben, it's going dark, also es wird dunkel, dass wir vielleicht so ein wirklich MW bekommen, wo wir wieder Missionen wie mit der Sniper-Nachtsicht-Mission damals, in MW2 war das, glaube ich, oder MW3, schreibt das mal rein, ich weiß es nicht mehr 100%, ist schon lange her. Da gab es diese Nachtsicht-Mission im Dschungel, die ich unglaublich gefeiert habe, oder im Wald war das, glaube ich. Wirklich absolut geil, ich habe es euch versprochen, der Teaser ist da. Wir warten mal ab, was morgen um 19 Uhr passiert. Ich habe natürlich noch überhaupt fast gar nichts zu dem neuen MW gesehen. Es gibt ja viele Leaks, viele Gerüchte. Da will ich mich nicht dran beteiligen. Ich weiß nur, morgen um 19 Uhr, unsere europäische Zeit, können wir die ersten Original-Live-Eindrücke davon bekommen. Seid gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Der kurze Teaser regt auf jeden Fall an. Es sind noch knapp unter 24 Stunden. Das heißt, ich bin auf jeden Fall nervös und die Hoffnung liegt in dem neuen COD. Und ich glaube, es wird gut. Warten wir ab, aber ich glaube es. Ich bin raus für heute. Lasst ein Like da. Viel Spaß.